So, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Train Fever in der 5. Folge hier. Heute auf dem Plan steht Modernisierung unserer beiden Züge, die wir bis jetzt nur haben. Wie läuft eigentlich mit dem Geld? Wir haben fast 2 Millionen. Das ist doch wieder nett. So viel hatten wir schon seit dem Anfang nicht mehr, so ungefähr. Es warten richtig viele Leute hier. Und es müsste bald soweit sein, dass die neuen Waggons endlich ankommen. Ich hoffe das mal. Das kommt nachher nämlich Schlag auf Schlag. Jetzt ist es noch so langsam, dass die Entwicklung voranschreitet. Und dann auf einmal wird es so schnell. So, und wir treiben jetzt hier maßgeblich die Industrialisierung mit an, ne? Ich nehme an, das ist in Deutschland, weil die ganzen Namen so deutsch sind, so Riegersheim. Und ich habe mich jetzt tatsächlich gar nicht informiert, wann die ganzen Kriege stattgefunden haben. Es waren ja noch ganz viele Kriege vorher. Allerdings spielen die alle keine Rolle drin, auch wenn das natürlich jetzt zeitgeschichtlich eigentlich sein könnte. Wäre eine lustige Zusatzmöglichkeit. Obwohl, das ist natürlich sehr aufwendig und auch irgendwie dann wieder treibt das Spiel dann doch in eine ganz andere Richtung. Beim genaueren Überdenken ist der Vorschlag vielleicht doch gar nicht mehr so gut. Obwohl das Spiel natürlich auch ein bisschen ernster machen würde, muss man auch sagen. Wir können ja mal gucken, wo eigentlich die höchsten Berge hier sind, in unserer kleinen Hügellandschaft. Ich habe schon das Gefühl, dass die hier auch durchaus Anwärter sind auf sehr hohe Berge. Der hier ist auch sehr hoch. Hier auch eigentlich sind viele. Ich glaube, die sind, also die großen der Berge sind eigentlich schon alle relativ ähnlich hoch. So, wie alt ist jetzt eigentlich die ganzen Sachen? Der erste Zug ist schon 12 Jahre alt. Oh yeah. Und da ist endlich der bayerische Personenwagen. Ja, Summer. Züge kaufen. Die Borsin. Die Firma Borsin produzierte Dampflokomotiven in Berlin. Diese Lokomotive war für die damalige Zeit sehr fortschrittlich, obwohl sie noch keine überdachte Kabine hatte. Das Ganze fährt 5 km/h mehr als die Züge, die wir jetzt haben, hat aber eine viel höhere Leistung und eine höhere Zugkraft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich die Zugkraft auf die Beschleunigung auswirkt. Auch. Und, ja. Lebensdauer 30 Jahre. So wie die Spanisch-Brötli-Bahn. Trotzdem mustern wir jetzt gleich die Spanisch-Brötli-Bahn schon aus und wir kaufen jetzt hier, da passen auch mehr Leute rein. Dann sehen wir, hier passen 8, da passen nur 6 rein. 2-achsige Personenwagen mit offenen Plattformen beidseitig. Die können sogar, machen sogar bis zu 80 km/h mit. Ja, wie viel kaufen wir mal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das Problem ist, der Zug, der hält jetzt nie, doch der hält jetzt tatsächlich am Anfang hier, weil hier das Depot ist. Aber nachher müssen wir das noch dringend ändern, dass er auf der Spur hier drüben hält, weil dann ja der Zug, der hier oben kommt, auf dem Gleis 2 hier halten muss. So, bist du jetzt fast komplett voll, ja. Und wir fangen jetzt jede Lok ab, die von hier drüben kommt und schicken direkt ins Depot. Und wenn die am Ende der Strecke angekommen ist, dann lassen wir die Lok zurück. Wenn die zurückfährt, so wollte ich sagen, dann kaufen wir eine neue Borsin und setzen die auch auf die Strecke. Dann haben wir nämlich 2, die genau entgegengesetzt immer pendeln. Das heißt, wenn die am Ende sind, sind die beide am Ende. Und wenn die in der, genau in der Mitte sich treffen, dann sind die beide genau in der Mitte. So, aber um hier noch die ganzen Leute aussteigen zu lassen, müssen wir nämlich noch kurz warten, dass wir den ins Depot zuweisen, weil sobald wir den ins Depot schicken, sind die ganzen Leute weg. Einfach haben sie Luft aufgelöst und puff.
Und das wollen wir ja nicht. Ich finde, das hat echt so einen kleinen Zuguckfaktor, das Spiel. Chuchu. Seht ihr gerade, hier waren noch 31 Leute drin, jetzt sind hier nur noch 29. Also das liegt einerseits, glaube ich, tatsächlich an dieser zeitlichen Begrenzung, also dass die Leute nach einer gewissen Zeit einfach verschwinden. Ich hatte es aber schon, dass, also laut GameStar war es nämlich so, dass diese Zeit 2,5 Jahre im Spiel sind, aber ich hatte teilweise schon, dass die Leute nach einem Jahr einfach verschwunden sind, was mich dann doch irgendwie gewundert hat. Wo ist eigentlich die... Da. Es ruckelt immer beim Speichern. Das haben selbst die allerbesten PCs. So, den verkaufen wir, dann holen wir uns mal direkt neue Züge. Einmal eine Borsin und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Personenwagen. Hier sind wir auch gleich schon im Bahnhof. Wir machen mal kurz ein bisschen Vorspulen hier. Da hört man schon, wie das ganze Geld in unsere Kassen spült. So. Sobald der Zug fast ganz drin ist, kann man das machen. Sobald auf 30 km/h, auf 25 sagen wir mal, schicke ich den nächsten los. So. Ich will ein bisschen eher losschicken können, weil der andere fährt jetzt schon. Ach Gott, da haben wir die keinen... haben wir wieder ein Problem, weil ich kein Signal gesetzt habe, ich Schlaumeier. Müssen wir also Signale nachsetzen, weil ich jetzt den Bildschirm so voll geklatscht habe hier. Und dann brauchen wir noch eins direkt hier vor dem Teil, damit die Züge da auch entlang fahren können, wenn der hier im Bahnhof steht. So, jetzt kann der gleich direkt rausfahren. Müssen wir den aber anhalten. Ich würde nämlich doch ganz gerne direkt gleich abgestimmt haben, weil dann einfach gewährleistet ist, dass die Züge gleichzeitig immer ankommen. So, losfahren. Das gleicht sich jetzt aus, weil der noch ein bisschen schneller ist als der andere. Das ist sehr gut. Und dich schicken wir, sobald du da Personen abgeladen hast, ins Depot. Das war's dann für dich, du wirst ausgemustert. So, haben wir doch schon eine schöne Erweiterung zu unserer Strecke wieder dazugebaut. Finde ich doch sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, ich mag diese kleinen Leute. Hallo. Ich habe das Spiel auch ein paar Tage bevor es rausgekommen ist. Ich glaube, es ist am 4. September ist es rausgekommen. Und habe es mir dann auch direkt am 4. September geholt. Boah, 84 Leute. Da haben wir schon fast zu wenig. Da haben wir wahrscheinlich schon insgesamt für die Strecke doch zu wenig Waggons eingeplant. Okay, das hätte ich dann noch überdenken sollen vielleicht, weil jetzt können wir vielleicht doch gleich sogar 4 Züge auf die Strecke nehmen, je nachdem wie sich das entwickelt, ob da noch mehr Leute rein wollen wahrscheinlich, weil die Städte ja noch ordentlich wachsen, weil jetzt steigen ja nur ein paar Leute hier aus, nicht alle, gucken wir mal wie viele, ob das unter die 20 runtergeht wohl, ich glaube eher nicht, ah doch, oh, steigen sogar fast alle aus, halb so schlimm.
Aber jetzt wird der ganze Zug wieder voll, weil da so viele Leute auf dem Bahnsteig stehen. Auf der anderen Seite haben wir das gleiche Problem. Da warten vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, aber es geht noch. Wahrscheinlich, es geht noch. 300.000 macht er jetzt für die eine Strecke. Das ist schon echt nicht schlecht. Allerdings haben wir jetzt immer noch das Problem, dass hier immer noch ganz viele Leute warten. Und hier warten auch wieder direkt 33. Obwohl, das ist ja gar nicht so schlimm. An der Endhaltestelle können aber nicht so viele warten. So, den Zug können wir ja mal verkaufen. Sonst kostet er uns nämlich die ganze Zeit noch was. Obwohl, man kann auch immer Fahrzeuge für irgendwelche... Es gibt irgendein Museums-Achievement. Das habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich weiß nicht, wie man das macht. Museumslinie heißt das. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das freischaltet. Aber, ja doch, wir verkaufen mal den ganzen Zug. Was wollen wir denn damit? Ich finde die Lok sowieso nicht so schön. Die ganz alten. Ich mag die, die dann einen Unterstand haben. Die hat übrigens... Es stand ja sogar in der Info drin, dass die noch keinen Unterstand hat. Diese Kuppel, die ihr seht, das ist nur der Ofen. Das Teil hier. Und da kommen die Sachen rein. Ich war tatsächlich als Kind früher sehr oft in Eisenbahnmuseum. Oh, guck mal, macht 400.000 hier. Als Kind sehr oft in Eisenbahnmuseum. So alte Loks hatten die da tatsächlich noch nicht, wo ich im Eisenbahnmuseum war. Die hatten dann schon die richtig großen, mächtigen Dampfloks, wo man neben dem Rad schon klein aussieht. Boah, der Zug ist gerade erst raus und da warten schon wieder, ach, gleich 40 Personen. Boah, die wollen aber unsere Strecke echt benutzen wie sonst was. Ich würde tatsächlich sagen, dann verlangt der Notfall, dass wir weitere Züge auf die Strecke setzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal gucken, wann die beiden sich treffen. Beziehungsweise, sie treffen sich ja nicht genau im Bahnhof, weil er nicht mittig ist. Aber trotzdem, wenn die eine in den Bahnhof einfährt, können wir den Zug losschicken, kurz vorher schon. So, jetzt schicken wir den mal los. Weil der muss jetzt ja auch erstmal in den Bahnhof einfahren, Leute einladen, dann geht's erst los, dann treffen die sich erst. So, das war relativ gut getimed. Warte auf freien Weg. Was einen freien Weg? 30 Leute, aber auf der anderen Seite sitzen jetzt schon wieder... 70 Leute, die passen wieder in den Zug gar nicht rein. So, jetzt mal gucken, wenn der jetzt nach da drüben gefahren ist, dann ist der da. Da, also wenn der die Strecke einmal ganz gefahren hat, dann treffen sich die beiden wieder hier und dann müssen wir wieder einen neuen Zug auf die Schienen setzen, um das Ganze im Gleichgewicht zu halten. Und die Linie macht uns hier mittlerweile über 1 Million im Jahr. Und, oh, die ist auch mittlerweile echt ertragreich. Und die können alle noch viel mehr Ertrag aufnehmen. Das heißt natürlich, desto mehr wir auf die Bahnen setzen, auf die Buslinien setzen, desto mehr Busse, desto mehr können die auch abholen und zum Bahnhof bringen. Heißt natürlich im Endeffekt wieder mehr Verkehr. Bauen hier nochmal... 4 dazu. Heißt natürlich auch letztendlich, dass mehr Leute mit der Bahn fahren wieder. Und wenn wir hier sehen, dass hier wieder so an mehreren Stellen zwei Personensymbole leuchten. Also hier, oh, wieder 11 Leute stehen. Das gibt's ja gar nicht. 15. Na, da keiner mehr. Überlegt mal, die Leute, die alle warten würden, die würden wir noch alle in unseren Bahnhof karren. So, und hier machen wir das Ganze jetzt nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt haben wir erstmal eine übertriebene Kapazität, aber das wird sich auch, glaube ich, relativ schnell ausgleichen. Boah, wie das Geld in unsere Kasse rattert. Hm, schon ordentlich.
So, schicken wir auf die Linie wieder drauf. Und schon haben wir eine funktionierende 4-Züge-Strecke, die in einem Abstand von nur noch 5 Minuten kommt und boah, fast 1,5 Millionen pro Jahr macht. Da treffen sich die Züge, jetzt müsste der eigentlich schon ausfahren, ist jetzt ein bisschen, doch, ist gut, trifft sich, ist perfekt. Und schon wieder sind hier 41 Leute drin, da drüben. Der Zug ist gerade ausgefahren, wir haben jetzt noch mehr Leute, kann schon wieder den ganzen Zug fast voll machen, das gibt's doch gar nicht. Mann, die rennen mir echt hier die Bude ein. Das hatte ich wirklich noch nie so extrem. Also ich hatte schon immer, dass ich 4 Züge auf einer Strecke laufen lasse, aber dass die 4 Züge so schnell so ausgelastet waren. Ich bin da etwas verzweifelt, wie ich die anderen Strecken noch anschließen soll. Ich überlege schon, ob ich erstmal einfach... Ich vertreibe mir mal kurz die Zeit gleich damit. Hier so eine kleine Strecke zwischen den Holzteilen zu bauen und die beiden Städte zu beliefern damit. Die Stadt wird, glaube ich, beliefert, ne? Ja, die wird beliefert, die werden beliefert alle. Die können wir noch anschließen. Ich meine, wir können auch die ganzen, die jetzt beliefert werden, alle noch beliefern, weil unsere Strecke ja viel schneller funktioniert. Wie läuft's denn jetzt? Sag mal, ich mach mal wieder eine Pause und in der nächsten Folge geht's dann damit weiter, dass wir hier ordentlich Cargo anfangen zu beliefern, also Frachten zu liefern. Ich sag dir mal, tschüss, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Euer Johnny.